Komm, 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 komm. Ah, es hat nicht gereicht. Aber vielleicht kriegen wir ihn mit einem unserer Killerpfeile kaputt. Komm, 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 komm. Du bist doch schon down. Du weißt es nur noch nicht. Yes. Oi, 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 oi. Es hat nur eine kleine Ewigkeit gedauert. Okay, wir gehen nochmal zu dem anderen Gewölbe da drüben. Und dann gehen wir zur Aphrodite. So. Finde ich gut, dass wir das jetzt noch geschafft haben. Oh, da unten sehe ich auch noch gelbe Kristalle. Habt ihr sie auch gesehen? Da unten? Ja, wir gucken erstmal bei dem großen Fliegevieh, was das ist. Auch schon wieder? Oh, da war er. Ich wollte gerade sagen, wir stellen uns mal hier unten hin. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Da ist er. Los, komm ran hier auf den Meter. Ja. Ja, los, komm ran hier. Ich will da oben nicht kämpfen. Das ist mir zu eng. Du schubst mich doch wieder runter. Brauchst dich nicht, oder was? Hä? 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 Muss ich wirklich hoch? Boah. Ja, herzlichen Glückwunsch, du Drecksack. Boah. Verdammtags, weg. Und essen, 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 essen. Okay, er wartet immerhin, dass wir uns voll heilen. Der ist schon übel, wenn ich das mal so sagen darf. Also wenn man es nicht schafft, ihn irgendwie in diese Bullet Time zu kriegen, ist der echt mies. Okay. Ich glaube, es wird tatsächlich dann doch langsam Zeit, unsere Waffen nochmal zu pimpen. Okay, nice. Das Skill reingehauen. Ja, komm, nochmal. Okay, nice. So ist das gut. Ah, verdammt. Okay, so ist gut. Und nochmal Skill. Und mit durch unsere Rüstung kriegen wir jetzt auch immer noch Ausdauer mit dazu. Das ist sehr, sehr nice. Aber ich glaube, durch so ein Ausweichding kriegen wir richtig dazu, oder? Sah so aus. Du bist böse. Okay. So, wo wollten wir hin? Das wollen wir doch mal sehen. Okay, wir wollen... Oh, was ist denn da unten? Waren wir da schon? Doch, da unten waren wir, glaube ich, schon, ne? Okay, wir gehen erstmal... Nein, wir gehen erstmal dahin. Von hier aus kommen wir dann nachher leichter. Böses Vogelvieh. Vielleicht sind wir hier noch nicht richtig. Alter Vater, okay. Naja, es ist kein so ein ultimativer Gegner. So wie der Zyklop. Okay. Aber besonders nett ist er auch nicht. Man muss wirklich auf seine Gelegenheit warten, ne? Ja, ich sollte vielleicht nicht in den Angriff rein ausweichen. Jetzt explodiert er gleich wieder. Okay. Das kann sich ja nur um Stunden handeln hier mit dem. Ah, ich bin noch ausgewichen, dachte ich zumindest. Okay, komm.
Ah, das geht auch. Alles klar, in der Luft geht das also auch. Komm. Das, wie gesagt, es kann sich nur um Stunden handeln. Wo ist er? Naja. Was habt ihr sonst noch so vor? Los, komm mal ran hier auf den Meter. Ich will nicht über dem Abgrund kämpfen. Ich bin doch ausgewichen, verdammte Axt. Ah. Ja, okay, da bin ich nicht ausgewichen. Gebe ich gerne zu. Ich glaube langsam wirklich, unsere Waffen sind nicht stark genug. Okay. 20 Damage ist dann irgendwie... Hält sich dann... Doch! Okay, ja, alles klar. Mein Fehler. Da kommen hier mal ein bisschen... Oh, weg. Ja, da hatte ich keine Chance auszuweichen. Okay, ja, das hat geklappt. Ah, die Explosion, ich hab's vergessen. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wow. Ah, er explodiert gleich wieder. Genau. Ach, ich kann da oben auch Sachen werfen. Aber beim Werfen treffe ich doch wieder nicht. So, ein bisschen. Wir haben original erst ein Drittel, nicht mal, ne? Ja, ich könnte diesen Fels da werfen, aber ich habe Sorge, dass ich damit nicht treffe. Na, klasse. Okay, komm, noch ein bisschen angreifen, noch ein bisschen hinterher. Keine Chance, ne? Da dann noch auszuweichen, keine Chance. Verdammt. Ey. Also. Naja, gut. Bin ein bisschen ruhiger, ihr seht wahrscheinlich warum. Okay, dann haben wir ihn gekriegt. Komm. Wir müssen es halt schaffen, seinen Ultis, sage ich mal, auszuweichen. Aber er folgt uns dabei immer. Ihr seht das, ne? Ja, okay, aber wir haben ihn auf der Hälfte, würde ich sagen. Wow. Ah, schießen wir ein paar Pfeile. Freut er sich, dass er uns ausgewichen ist, der Drecksack. Ja, shit. Aber wir haben es ein paar Mal schon geschafft, ihm auszuweichen. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Oh, oh. Verdammt. Na, wir haben ja zum Glück noch ein paar Äpfel. Von daher geht das. Ah, auf den Kopf. Ja, los. Dich kriegen wir auch noch. Ah, Mist. Ja, shit. Ja, zielsicher bin ich auch nicht wirklich. Gebe ich gerne zu. Los, komm mal ran hier auf den Meter. Ja, ich hab's wieder versucht. Ach, die Explosion. Verdammt. Mein Fehler. Komm noch mal ein bisschen runter. Damage nur machen hier. Ich
heile mich mal derweil noch mal ein bisschen. Okay, und unsere Ausdauer ist sowas von im Eimer. Okay. Und normal angreifen, komm. Ja, das war gut. Das war gut. Na, greift er jetzt ein bisschen häufiger noch an? Ach, warum musste ich mich mit dem auch anlegen? Wie gesagt, unsere Schwerter machen, glaube ich, einfach zu wenig Damage. Ach, ich muss ja weg. Will die Gunst der Stunde eigentlich immer nutzen und dann direkt nochmal angreifen. Aber... ja, danke schön. Drecksack. Aber langsam und stetig, wobei wir echt an Äpfeln einbüßen, weil wir uns in einer Tour heilen müssen. Müssten wir mal gucken, ob wir... irgendwo welche kriegen. Vielleicht schaffen wir es auch... Wow, das war knapp. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch, ihn zu stunnen. Ja, aber wir haben keine Ausdauer gehabt. Okay, da konnten wir noch 2, 3 Hits landen. Eher 2 als 3. Okay, jetzt habe ich 6 Pfeile verschossen und einen habe ich getroffen. Das war wieder richtig gut. Guten Tag. Ah, weg. Möchte ich nicht falsch aussprechen? Mia? Denke, ich hoffe. Ich finde es sehr nice. Es macht mir sehr viel Spaß. Also ich mag ja sowieso so eine Hack-and-Slay-Geschichten. Mia stimmt. Okay, sehr gut. Oh, konzentrieren hier. Ich mag ja sowieso so eine Hack-and-Slay-Geschichten. Das hier ist so ein bisschen farbenfroher, aber ich bin auch ein großer Fan von God of War. Gut, jetzt God of War und das miteinander zu vergleichen, schwierig. Aber so vom... ah, weg. So vom Spielerischen her, klar, das andere Spiel ist deutlich erwachsener, keine Frage. Verdammt. Aber ich finde schon, hat Ähnlichkeiten. Wie gesagt, mir gefällt es sehr, sehr gut. Macht wirklich Spaß. So, los, du blöder Vogel. Aber wir sind hier auch noch sehr, sehr weit am Anfang. Also ich weiß, ich habe schon einiges gespielt, also an Zeit, aber es ist doch trotzdem noch sehr, sehr früh am Anfang. Ich glaube, wir haben noch nicht einen Gott befreit. Und wir haben noch nicht mal unseren kleinen Phoenix. Ja. Los, komm runter, du blöder Vogel. Ah, okay, gut. Ach, wenn der da hinten über dem Abgrund ist, will ich den nicht angreifen. Ich kenne mein Glück, ich fall runter. Und weg. Jetzt aber. Okay, zack, zack. Ah, verdammt. Ey, wir verlieren hier echt Äpfel ohne Ende. Wir müssen wahrscheinlich wirklich dann demnächst mal zur Halle der Götter zurück. Einfach, um mal wieder Tränke aufzufüllen. Ach, shit, da war ich zu voreilig. Aber wir haben ihn auch fast gestunt. Ah, ich habe lange gewartet, Mist. Und weg, explodiert gleich wieder. Mal ein bisschen hochheilen. Dann haben wir keine Ausdauer. Okay, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir in ihn rein ausweichen können. Normalerweise sind die roten Angriffe ja eigentlich immer unblockbar, etc. Aber das geht ganz gut. Ja, komm. Er ist immer noch nicht gestunt. Aber fast. Okay, und weg. Ah, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Ach. Werde ich doch ungeduldig.
Was, kommen wir noch ein bisschen runter hier? Ja, nice. Und jetzt können wir hier dicker raufhauen. Komm. Ah, es hat nicht gereicht. Aber vielleicht kriegen wir ihn mit einem unserer Killer-Pfeile kaputt. Komm. Du bist doch schon down. Du weißt es nur noch nicht. Yes. Oi. Es hat nur eine kleine Ewigkeit gedauert. So, jetzt bitte da hinten aber aufgehen, oder? Schwing des Schwelgens, aha. Komm, jetzt geh auf. Bitte. Das hier hätte ich gern. Ehrlich, das geht nicht auf. Okay, wir haben hier Fackeln zu stehen. Okay, und zwei Fackeln brennen nicht. Alles klar. Dann zünden wir die noch an. Und dann schauen wir mal, ob das Ding dann aufgeht. So, ja, kriegen wir den Bogen? Natürlich kriegen wir nicht. Okay. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir uns so hin. Ja, Gesundheitsverbesserung, ich weiß es doch. Wir müssen... Ah, super. Wir müssen mal wieder zur Halle der Götter. Zack, okay. Und das gleiche nochmal. Das gleiche nochmal. Für die andere Fackel. Sehr schön. So, das muss ich jetzt aber gelohnt haben. War ja immerhin vergleichsweise schwerer Gegner. Und? Ehrlich gesagt, geht so. Aber hier ist so ein Ding drin, okay. Ich spiel's mal ab, aber ich merk's mir eh nicht. Hm. War jetzt eigentlich nicht so schwer, aber ich merk's mir trotzdem nicht. So, okay. Wir wollten zu Aphrodite eigentlich. Und wir wollten, genau, wir wollten diese gelben Juwelen noch mit einsammeln. Und dann begeben wir uns mal zur Göttin. Bin gespannt, ob wir sie jetzt befreien. Okay, das Ding da oben holen wir uns auch noch, weil dann können wir nachher, wenn wir wirklich zur Halle der Götter zurückkehren, tatsächlich ein bisschen was machen. Und hier unten sind Äpfel. Hier unten sind Äpfel. Die brauchen wir ganz dringend. Haben wir beide gekriegt? Ah, da ist noch einer. Auf hier. Das hat nicht geklappt. Da sind noch mehr. Kann man die eigentlich abschießen? Ja, kann man. Okay. So könnten wir dann also auch Äpfelchen farmen. Wenn ich den treffen würde. Habe ich noch einen gesehen? Komm, den habe ich doch aber getroffen. Ja, okay. Da ist noch ein Bär, mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen. Weil der hat uns ja nichts getan. So, und wir müssen da nach oben. Das heißt, wir werden wieder Pilze futtern müssen, denke ich mal, weil wir kommen da so nicht ohne weiteres hoch. Oder? Mal schauen. Ah, es sieht nicht danach aus. Komm, nehmen wir mal ein paar. Sicher. Ah, da war ich ein bisschen eilig. Na. Okay. Dann warten wir mal, bis wir aufgeladen sind. Und direkt da oben haben wir noch so ein... jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ein Zyklop. Ja, wird schon werden. Und hoch da. Weiß gar nicht, wie viel von dem Ambrosia wir schon haben. Ich nehme mal noch einen Pilz. Okay. Machen wir erstmal das Kleinzeug weg und dann kümmern wir uns um den Großen. Oh, was? Habe ich nicht getroffen? Weg mit dir. Bräuchten mal wieder ein bisschen Ausdauer.
Okay, nice. Wir füllen wirklich Ausdauer auf, wenn wir im letzten Moment ausweichen. Das ist sehr nice. Das ist wirklich sehr nice. Los, komm, greif an. Ja. Sollte nicht so großkotzig werden. Sonst kriegen wir irgendwann mal böse auf die Nase. Sehr schön, weg ist er. Und wo steht jetzt das Ambrosia rum? Da hinten. Eigentlich würde es sich lohnen, von hier aus sich nochmal umzuschauen. Das lohnt sich bestimmt. Wir müssten irgendwie mal auch so Nebenquests machen. Also so solche Nebenquests hier, meine ich. Aber heute sind wir ganz im Namen der Aphrodite unterwegs. Was ist das? Ah, das ist die schwebende Kugel, genau. Da war's. Na komm schon. Zeitrennen-Herausforderung, okay. Mein allerliebster Freund, neben den Bogenschützaufgaben. Also, ihr wisst schon. Na, hier haben wir schon einiges gemacht, tatsächlich. Da hinten ist noch was. Wo denn? Weiter runter, weiter hoch. Nochmal ein Ambrosia, okay. Ich sehe uns schon irgendwann Ambrosia-Folgen machen, wo wir wirklich durchs ganze Land reisen und einfach ein Ambrosia nach dem anderen mitnehmen. Hinten noch was? Nee. Okay, hier auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn wir hier so... Oh, da war glaube ich noch was. Wenn wir hier so in diese Richtung gucken, dass wir hier noch einiges aufdecken. Ja, wo ist es? Los, komm. Zeig dich. War doch eben schon da. Da oben blinkt es auch. Genau, ganz fürchterlich. Nochmal Ambrosia. Aber ich glaube, das soll dann auch erstmal reichen. Wir haben jetzt ein bisschen was aufgedeckt. So, wir wollen dahin. Ah, 1200 Meter, das ist schon ein Stück. Und ist da unten noch ein Dungeon? Ja, da unten ist sogar noch ein Dungeon. Da müssen wir hin. Das hier können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann schauen wir mal, was noch auf dem Weg liegt, was wir noch mit einsacken können. Vielleicht den Dungeon da unten noch. Würde auf jeden Fall nicht schaden. Kriegen wir noch einen Blitz mit dazu. Und dann können wir auf jeden Fall mindestens einmal unsere Ausdauer aufpimpen, wenn wir denn wieder in der Halle der Götter sind. Oh, da ist noch ein roter. Das nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht genau, wofür rot war, aber ich glaube auch für Waffen, ne? Ich glaube schon. So. Komm ran hier. Sehr schön. So, wo ist das Ambrosia? Das ist da drüben, ne? Oder? War das das, was wir gesehen hatten? Nee. Da oben. Okay, andere Richtung. Na gut. Dann springen wir vor lauter Schreck erstmal dahin. Und gucken mal, ob wir dann von da aus darüber kommen zum Ambrosia. Ist auf jeden Fall noch ein Stück. Und hier müssen wir auch wieder Pilze futtern, sonst kommen wir nicht hoch. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder zur Halle der Götter zurück. Wir haben gar keine Tränke mehr. Wir ernähren uns... Ah doch, wir haben noch Ausdauertränke, sehe ich gerade. Ich gucke mir erstmal das hier an, weil wir hier gerade so schön stehen. Das ist eine... Wow! So. Das ist eine, so eine Dingstruhe, ne? Ja, komm ran hier. Komm. Du greifst mich nicht an. Weg mit dir. Okay. Ah, den haben wir erstmal schön durch die Wand geprügelt. Jetzt noch die blöden Vögel. Unsere Ausdauer sieht nicht gut aus. Wow. So, komm ran hier.
weg mit dir. Sehr gut. Und dich kriegen wir auch noch. Ah, schön vorbeigeschossen. Nice. Haben wir. Easy. Das nehmen wir mit. Okay, was können wir hier machen? Ach, du großer Gott. Ja, nee, schon klar. Ach, das wird doch nix. Ja, geht schon sehr gut los. Das ist doch bestimmt mit einem Zeitlimit oder so, oder? Ist schon aus, okay. Oder gibt's einfach nur eine bestimmte Reihenfolge? Kann natürlich auch sein. Sind sie beide aus? Okay. Also, du bist dann Nummer 1. Wer ist die Nummer 2? Du vielleicht? Ja. So, bist du die Nummer 3? Tatsache, okay. Und jetzt ist aber die Frage, das hier wird wahrscheinlich die 4... Nein, war es nicht. Okay. Naja, ist ja nur ein bisschen Beschäftigungstherapie hier. Aber... Oh, okay, unsere Pfeile. Okay, aber wenn es wirklich nur die Reihenfolge ist, dann haben wir es nicht eilig damit. So, probieren wir mal dich hier links unten. Nein, hat nicht gepasst. Schade eigentlich. Also nochmal alle drei. Das bedeutet aber, dass es der rechts unten sein muss. So, laut Ausschussverfahren und so, ne? Okay, zack. Und dann haben wir eine... Ups, dann haben wir eine 50-50-Chance. Ach, das hat schon gereicht. Hä, wieso sind die anderen beiden jetzt an? Egal, ich frag gar nicht. Ich bin froh drum. Wo ist die Kiste? Kiste jetzt unten irgendwo? Wahrscheinlich, ne? Wie hier? Da, alles klar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann holen wir uns noch das Ambrosia. Und dann könnten wir eigentlich noch in den Dungeon reinschnuppern. Neue Ausrüstung. Brustplatte von Typhons Brut. Aha, zeig mal. Was machst du? Bei Treffern 50% Wahrscheinlichkeit, dreifache Ausdauer zu erhalten. Aha. Wird bei Treffer 5% deines Ausdauerfelds auf. Hm. Ich bleib erstmal bei der Rüstung, bei der wir sind. Und Flügel haben wir die noch bekommen. Schwingen des Schwelgens. Tragen wir aktuell? Wie sehen die denn aus? Nein, die gefallen mir besser. Wir gucken uns die trotzdem mal an. Ja, sieht nicht schlecht aus. Mir gefallen die besser. So. Alles klar. Dann jetzt zum Ambrosia. Hoppala. Und dann Dungeon. Und dann Aphrodite. Es sei denn, mir fallen noch drei Sachen ein, die ich auf dem Weg mitnehmen will. Muss gleich nochmal gucken, wo das Ambrosia jetzt war. Das war da drüben, okay. Komm, wir fliegen einfach mal direkt drüber. Hm, was habe ich denn da ab und zu für Ruckler? Ja, die Grafik ist wirklich nice. Das stimmt. Aber es ist halt auch so ein bisschen comicartig, ne? Aber ich finde das nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Mir gefällt das gut. Hm, so. Ah, ich muss Pilzchen nehmen. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Aber wir haben es gleich. Wo waren das jetzt da, ne? Es spielt sich auch wirklich gut. Also klar, manchmal ist sie ein bisschen unbeholfen, muss ich sagen. Aber unterm Strich spielt sich das wirklich ganz gut. Kann man nicht meckern. Ich würde auf jeden Fall eine Gamepad-Steuerung empfehlen. Auf der anderen Seite habe ich es mit Tastatur ehrlich gesagt gar nicht getestet. Aber jetzt habe ich einen Trank genommen. Naja gut, sei es drum.
Generell finde ich solche Spiele mit Gamepad persönlich immer angenehmer. Aber da hat wahrscheinlich jeder so seine eigenen Präferenzen. Na, schaffen wir das noch? Und hoch mit dir. So, wir laden mal auf und dann machen wir die da hinten nackig. Ich glaube nicht, dass wir es uns schaffen, uns hier anzuschleichen, oder? Doch. Ja, sehr schön. Und den einen haben wir direkt aus der Existenz geprügelt. Du bist auch weg. Und der Typ ist runtergefallen. Oh, was ist denn das da unten? Ist das einfach nur ein Bär oder ist das so ein epischer... Keine Ahnung. Okay. Wir sind hier wegen der Ambrosia. Oh, 10 Stück haben wir jetzt. Nice. Das ist auf jeden Fall... Also, ich weiß nicht, ob sich das erhöht von Aufrüstung zu Aufrüstung. Wenn nicht... Dann könnten wir sogar 2x Leben erhöhen mittlerweile. Wir müssen auf jeden Fall bei Zeiten zurück zu den die Halle der Götter. Führt gar kein Weg dran vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch ein Like oder Abo da. Oder noch besser, du schaust beim nächsten Livestream auf Twitch vorbei. Wir sehen uns da. Bis denne.